Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Letzten drei Spieler. Wir müssen alle drei in Folge gewinnen, um Gold 1 zu werden. Eins gewinnen, um Gold 2 zu werden. Genau das werden wir jetzt machen. Also geht los. Ich glaube, letzte Woche haben wir es genauso geschafft. Und deswegen werden wir es auch dieses Woche so schaffen. Es müsste ja auch das letzte Monat sein. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt die drei Siege brauchen, um irgendwie auch Monat Gold 1 zu werden. Können wir eigentlich spaßeshalber direkt mal nachschauen. Aktueller Rang. Doch, wir sind schon Gold 1, okay. Also dafür ist es jetzt erstmal irrelevant. Wir sind schon mal Gold 1 im Monat, aber ich würde natürlich auch gerne hier noch Gold 1 werden. Und ja, ich sag direkt Gold 1. Das sind meine Ansprüche jetzt. Scheiß auf Gold 2. Natürlich müssen wir erstmal Gold 2 erreichen, aber ich will Gold 1. Punkt. Genau aus dem Grund gewinnen wir jetzt die letzten drei Spiele. Konzentration, nie aufgeben, egal wie es läuft, egal wie weit wir zurückliegen. Okay, aufgeben können wir ab einem 3-0, würde ich sagen. Da ist es dann meistens unmöglich. Unmöglich ist auch zu viel gesagt, aber dann ist es immer sehr schwer. So, konzentrieren. Schwache Gegner, schwaches Team. Team ist ganz gut, vor allem mit der schneller Sturm, aber der Gegner spielt schlecht. Passt auf, ich weiß es einfach. Punkt. Er wird schlecht spielen, er wird schlechter sein als wir. Wir machen hier ganz schnell drei Tore, er bricht ab. Oh, warum schlägt denn der immer den Ball raus? Mann! Ich will den schön rausspielen. Kann es sein, dass der Gegner ultra defensiv spielt oder warum ist da niemand mehr von ihm? Wieder dieser verdammte Loris, der schon mir das letzte Spiel oder das letzte Mal, als ich gegen ihn spielen musste, komplett das Spiel versaut hat. Schade, ich dachte, ich kann noch einen kleinen Schlenker machen. Weil wenn ich da abgeschlossen hätte, hätte er einen rechten Fuß genommen und ich wollte unbedingt mit dem linken abschließen, weil er hat ja nur zwei Sterne auf dem Schwachen. Egal, irgendwann haben wir so eine gute Chance, da kann er den nicht mehr halten. Ihr werdet sehen. Wieder Alu von Kruse, das hatten wir auch schon. Oh, Vieh! Was für ein Monster, dieser Loris!
Es wurde aber auch Zeit. Ich dachte echt, wäre Jarmolenko. In dem Moment, wo ich geschossen habe, habe ich gedacht, scheiße, mit dem schwachen Rechten, ob er das hinbekommt. Aber nee, es war Werner. Sehr gut. Ich habe gesagt, irgendwann ist Loris nicht mehr möglich, den zu halten. Jetzt machen wir noch 2-3 und dann bricht er ab. Schade. Gute Berberspin. Gute Roulette. Scheiße. Tick zu lang mit Schmelzer gesprintet. Fuck, den Ball hätte ich auch so gehabt. Den Trick kenne ich schon. Tja, leider hätte er jetzt auch schon mal ein 1-1 machen können, aber wir hatten halt vorher so viele Chancen, dass es trotzdem noch verdient ist, dass wir führen. Sollte der Ball natürlich wieder mal nicht hingehen. So, jetzt machen wir mal schnell das zweite Tor, damit es hier nicht noch irgendwie zu spannend wird. Auch bei den ganzen Chancen, die wir gedrückt haben, hätten wir echt schon 3 Tore machen müssen. Ah, Loris hat auch wieder ein paar krasse Paraden teilweise rausgehauen. Jetzt kombiniert er sich irgendwie besser durch als am Anfang. Ginter! Ich habe extra auf den kurzen Pfosten geflankt, damit er, weil ich gewusst habe, dass da Ginter steht. Und ich wusste halt, dass er schön Kopfballstark ist und da nicht Werner steht. Sehr geil.
ins lange Eck rein, ist 2-0. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt, relativ zeitig nach dem Seitenwechsel. Sollte die Moral des Gegners erstmal schön kaputt machen. Und bietet uns natürlich ein bisschen Sicherheit. Dass nicht direkt alles vorbei ist, nur weil der Gegner mal ein glückliches Tor schießt. Ey, der Loris, ich will es auch gar nicht irgendwie auf Gruß schieben, weil er ist ja nicht der Einzige, der daran scheitert. Unglaublich, dass er das schon wieder gehalten hat. Ich verstehe das nicht. Einer, der ein bisschen besser in den Lauf spielt. Geh raus. Komm on, das gleich nochmal. Ich glaube, jetzt steht Werner da. Schuss, wieder nur Alu. Das zweite Mal Alu übrigens in dem Spiel. Und scheiße, ich dachte, er geht rein. Schade. Schön gemacht mit Goretzka. Och, wieso kommt mir der Pass nicht? Ich will ja jetzt schlafen, sehr offensiv. Braucht er noch unbedingt einen Sieg oder was macht denn der da? Habe ich auch gar nicht erst auf Flach. Och, sehr geil. Ja, da braucht er auf Flach. Entweder hat er keine Zeit mehr oder braucht den Sieg, weil er war schon auf total offensiv auf jeden Fall. Tore, zweimal Werner, einmal Ginter, Vorlagen, einmal Kruse, einmal Kimmich. Schön. Nice, das ist schon mal schön, weil der Aufnahme wollen wir ja drei Spiele machen. Gut, wenn einer abbricht und wir haben es geschafft. Gold 2, sehr gut. Und jetzt noch die letzten zwei Spiele gewinnen für Gold 1. Ach ja, was ist denn mit Sokrates? Was kostet denn der? Ich glaube, wir haben noch mal Zeit, dass wir uns Süle. Der hat, ist gut im Zweikampf, aber der ist einfach zu langsam. Geben ihm mal einen Vertrag, den braucht er sowieso, wenn wir ihn verkaufen. Ich glaube, es wird echt bald Zeit für Sokrates. Kruse hat jetzt quasi ein Spiel, was er abziehen können. Nee. Nee. What? Er kostet immer noch so viel? Da werde ich mir wahrscheinlich versuchen, für die nächste Weekend League zu kaufen, falls Geld übrig bleibt, je nachdem, was in den je nachdem, was im Team of the Week drin ist, interessant ist. Das ist ja krass. Naja, hol ich mir jetzt nicht. Scheiß drauf. Nein. So, komm schon, jetzt gewinnen wir jetzt die beiden auch noch. Das Ding ist natürlich, wenn wir das Spiel jetzt verlieren, brauchen wir das letzte nicht spielen, weil wir im Monat schon Gold 1 sind und nicht besser werden können. Und dann das Spiel egal ist. Aber ich hoffe natürlich, dass wir es gewinnen und Gold 3, Gold 1 werden. Und 90er Stürmer. Ach so, Leihspieler, okay. 85er rechter Flügel ist trotzdem krass. Egal, wir können gegen jeden gewinnen. Logischerweise. Wir gehen jetzt auch gegen den. Wir müssen nur so spielen wie gerade eben.
haben ziemlich gut gespielt. Das war ein merkwürdiger Pass. Naja. Oh. Was, dass der Schuss nicht reingeht? Oh, Mann, Mann, Mann. Diese scheiß Außenverteidiger, dass sie so klein sein müssen. Aber wie gesagt, das ist in meinen Augen Lackertor. Es funktioniert einfach so gut wie nie, so eine scheiß Flanke. Egal, wir können das Spiel drehen. Machen wir jetzt auch. Weiß nicht, warum man sich gerade so träge anfühlt. Habe ich nicht gesehen, was da los war. Oh, geil, von Donnarumma. War natürlich nicht so geplant. Komm, ist nur ein Tor. Boah, Glück gehabt. Was wäre es gewesen, wenn er reingegangen wäre? Weiß ich nicht, wieso wir da zuletzt dran waren, wie das gehen soll. Muss eigentlich das 1-1 sein. Es ist die zweite Riesenchance, die nicht genutzt wird. Ich hätte gerne zu machen, diese merkwürdigen Flanken, die normalerweise nichts bringen in FIFA 18. Oder nichts bringen sollten, wie auch immer.
Der hat dich halt gefoult. Also gibt es halt den schönen Schubser. Schwacher Pass. Wenn man da direkt hinläuft, so wie ich ihn steuere. Oh, was machen meine Abwehrspieler so dumm? Das haben wir gut verteidigt. Wie können wir da wieder zuletzt dran gewesen sein? Wir schießen ihn dran. Aber egal, wir sind komplett dran, wir sind komplett dran. Mittlerweile werden auch mehr als verdient. Dieses 1-1. Danke. Schussstatistik spricht wahrscheinlich auch für mich, oder? Ne, doch nicht. Also zumindest nicht die insgesamte. Und selbst 1-3 aufs Ziel ist jetzt auch nicht wirklich krass. Aber ich denke, wir hatten echt gute Chancen. Özil? Nicht mitbekommen. Wieder kein Tor von Insigne aus dem Strafraum, also eigentlich eine gute Position für ein Tor. Den Fisch da sogar. Na also, geiles Ding von den Siegner. Richtig geiles Ding. Das 1-1, jetzt drehen wir noch. Sehr geil, das brauche ich von dir. Und es war sogar der schwache Linke, fällt mir gerade ein. Krass. Schöner Pass, schwerer Winkel, schwerer Schuss. Schön gemacht.
Da sollte der Ball nicht hin. Da sollte der Ball nicht hin. Was ist denn jetzt los? Oh, das macht er gut. Und ein bisschen glücklich. Ja, das ist dann natürlich ein ultraschwerer Abschluss und es war abseits. Oh, der mit seinen scheiß Flanken, ey. Weiß ich nicht, was sie gerade für Pässe rausholen. Oh, komplett blank Insigne und der Pass kam scheiße, also die Flanke. Der Tschech fängt aber auch alle, also da gibt es auch keinen hier, ich lass mal tropfen oder so. Nö, nö, nö. Okay, abseits. So, und Siegner hat sein Tor. Ach ja, wir können ja nur einmal wechseln noch. Wen nehme ich denn da? Ja, klar, und Siegner. Philippe macht Besseres insgesamt. Hatten schon die Chance auf das zweite Tor. Nicht mehr viel Zeit. Wäre natürlich auch krass, wenn es hier Verlängerung Elfmeterschießen gibt. Das ist aber nicht so, was ich will. Ich würde gerne in der regulären Spielzeit gewinnen. Nice luck. Wieder abseits, fuck. Komm schon. Komm schon, Lackertor nach einer Ecke, komm schon. Oh, wieder daneben, Mann! Ich köpfe einfach zu oft daneben in Benatia.
health official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Interessanter Laufpass. Okay, es gibt Verlängerung. Konzentriere dich. Komm schon. Jetzt aber, come on. Na also, boom! Wichtig! Wichtig! Komm schon! Spiel gedreht mit Mertens, komm schon! Komm schon! Komm schon, komm schon. Und jetzt keinen mehr fressen. Am besten noch einen machen. Go for the visitors. Number 9, Dries Mertens. Das ist doch ein Foul. Wo ist der Ball? Bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Muss mal auf die andere Seite, der Nussi hat noch volle Power. Ja, ich brauche halt wieder eine Stunde zum Passen, weil die keine Ausdauer mehr haben. Okay, come on, noch 15 Ingame-Minuten. Vielleicht nicht die beste Situation für einen Abschluss. Fuck.
Okay, jetzt gehen wir aber wirklich auf Zeit. Wir waren zuletzt, oder was? Oh geil. Da wird wirklich Glück am Ende. Ist mir auch gerade scheißegal, ob es verdient war oder nicht. Hauptsache, wir haben das dritte Spiel. Also Hauptsache, es geht was im dritten Spiel. Hauptsache, es geht um etwas im dritten Spiel. So. Wir hatten den Brozovic Insigne mit einem Tor, sehr schön. So, letztes Spiel für Gold 1 und das spielen wir Bundesliga. Come on. Jetzt können wir auch wieder Alessandrini einwechseln. Okay, konzentrieren. Come on, letztes Spiel. Einfach gewinnen. Ich weiß noch, dass in der letzten Weekend League war das letzte Spiel nicht wirklich spannend. Wir haben, glaube ich, in der 24. Minute das 2-0 geschossen und der Gegner hat abgebrochen. Das war ein bisschen merkwürdig. Gutes Team. Auch der hat diesen 85er rechten Flügel. Und ein Ende vom Torhüter. Und natürlich Jesus, was sonst? Ja, ist natürlich kein Fall. Schießt denn der den hin, dass er nicht reingeht? Du bescheuerter Ick. Mann! Wieso klappt denn das nicht mit dem Zurückziehen? Die sollen aufhören, an die scheiß Bälle ranzugehen. Wieder eine Ecke, die wir deswegen nicht bekommen. Verdammt.
Danke. Wusste ich, dass ich durch bin mit Goretzka, sonst hätte ich nicht gestoppt. Gute Grätsche. Oh, Süle hatte doch den Ball, na also. Och, du Trottel! Habt ihr das gesehen? Wie Radecki nach unten geht und deswegen das Ding fällt? Hoffentlich lässt er die Wiederholung, ey. Passt auf. Wenn der nicht runtergeht, dann kriegt er ihn halt einfach genau ab. Hier, oh, ist so ein Idiot. Wieso geht denn der da runter? So ein Lackertor, ey. Egal, wir drehen das. Wir haben das letzte Spiel auch gedreht. Ja, der kommt perfekt, klar. Wir haben nur zweimal geschossen? Mein Spiel kam mir aber deutlich gefährlicher vor. Egal, dann geht jetzt mal ins 4-1-2-1 vor. Krass. Verstehe ich nicht.
Oh, lack dich doch noch mehr durch. Zum Glück schießt du daneben. Das war ein richtig geiler Pass von Schmelzer. Wenn er nicht aus Versehen so zeitig tackeln würde, wäre ich. Egal. Es steht nur 1-0, nicht aufregen. Ich dachte echt, der Ball kommt mit, aber. Und wieder bleibt er im Ballbesitz, obwohl ich rankomme. Und lag sich dadurch eine Ecke. Der Schuss wäre auch niemals gefährlich gewesen. Egal, es steht 1-0, wir brauchen nur ein Tor. Der Pass sollte nicht auf Ribéry gehen, deswegen kann dann auch der nächste dumm. Ach du Scheiße. Geht jetzt schon auf Zeit oder was? Das ist ja unglaublich. Ich hoffe echt, dass er verliert für diesen Wahnsinn, jetzt schon auf Zeit zu gehen und vor allem wie. Was gehalten? Komm schon, ein Tor. Ich wünschte, man könnte entscheiden, wer da steht. Ist das jetzt wieder Werner? Ich glaube, das ist Werner. Oder sieht so groß aus? Könnte auch Jamalenko. Ach ne, Jamalenko ist raus. Ihn wollte ich nicht passen. Oh.
Natürlich wollte ich da auch wieder nicht hinpassen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin einfach gerade wieder schon wieder zu müde. Oh, jetzt geht er auf Zeit bestimmt. Scheiße, ich bin noch in die andere Richtung gelaufen. Es gibt nur noch die Ecke, das war's, und ich habe meinen letzten Angriff versaut. Es war so klar. Es war so klar. Komm schon. Scheiße! Fuck! Egal, dann halt Gold 2, scheiß drauf. Bis zur nächsten Weekend League.